Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Ausgabe und das Ganze natürlich mit einer Jubiläumsausgabe. Wir haben wieder eine 100er Folge voll sozusagen. 700 Folgen sind es jetzt mittlerweile regulär, die wir in den letzten 14 Jahren hier produziert haben und immer mal wieder mit tollen Gästen natürlich bestückt. Und natürlich sind da immer wieder Gäste dabei, die hat man in diesen 700 Folgen noch gar nie wirklich gesehen. Und deswegen freut es mich heute umso mehr, eine sehr liebe Sängerin, die wir jetzt, wir haben es gerade schon so kurz zurückgerechnet, 25 Jahre lang kennen. Also das ist noch vor Promi-Geflüster eigentlich gewesen. Das war auch so meine Anfänge in Sachen Pressearbeit. Und zwar waren wir damals beim Grand Prix der Volksmusik dabei in Interlaken. Und da war sie noch an der Seite von Rainer Kirsten mit dabei und hat ihn, ja, ich glaube, seine Schwester war es auch noch, die dabei war, mit tatkräftig unterstützt. Für die Schweiz hat er damals gewonnen, aber dann beim internationalen Grand Prix in Mainz, bei der Endausscheidung, wo wirklich dann Deutschland, Schweiz und Österreich zusammenkommt, hat es dann nicht mehr ganz gereicht. Aber es war immerhin noch ein guter, glaube ich, vierter oder fünfter Platz. Und ich sage jetzt einfach mal Hallo und herzlich willkommen, Daniela Martinez. Grüße dich. Ja, hallo lieber Frank. Ich freue mich riesig, dass ich heute zur 700. Sendung das erste Mal bei dir sein darf. Also es ist mir wirklich eine Ehre. Und ich grüße natürlich alle Fans von Promi-Geflüster. Genau. Ja, also wie gesagt, 700 Folgen, das ist schon eine enorme Leistung, muss ich mal immer selber wieder auf die Fahne schreiben. Aber wie gesagt, deswegen umso mehr freut es mich, dass du heute Zeit gefunden hast, dabei zu sein. Denn wie gesagt, es ist schon eine lange Zeit. Du hast jetzt auch einiges, ich glaube auch in der letzten, jüngsten Vergangenheit wieder produziert. Es kommt auch da 2021 ein ganz brandneues Album auf den Markt, ist geplant, gell? Du bist kräftig im Studio. Ja, also ich war kräftig im Studio. Das Album ist jetzt fertig und es wird voraussichtlich am 17.07. diesen Jahres veröffentlicht und ich freue mich mega drauf. Mhm. Also es wird ein ganz, ganz besonderes Album, mein sechstes Album jetzt und ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und es ist sehr, sehr spannend, also mit ganz viele schöne Sachen drauf, mit 16 Titeln. Mhm. Ja, also richtig, richtig schön. Und ich bin glücklich, dass ich das machen darf, logisch. Ja. Im Facebook, auf den Social-Media-Kanälen, da haben wir natürlich auch schon ein bisschen was gesehen und hast ja auch schon einiges gepostet. Also zum einen natürlich dein Produzententeam. Ich glaube, das ist schon seit jeher immer gleich geblieben, nämlich Stuo Wörle. Also kann man sagen, never change a winning team, oder? So ist es. Also ich bin so, so mega glücklich, dass ich mit dem Duo Wörle schon von Anfang an zusammenarbeiten darf. Das sind nicht nur meine Produzenten, sie schreiben nicht nur alle meine Lieder, sondern sind auch ganz, ganz dicke Freunde von mir. Also ich kann sagen, das sind fast wie meine Brüder. Also wir haben so tolles Jahr zusammenarbeiten, das ist einfach mit nichts zu vergleichen. Und da bin ich mega dankbar. Also, und ich glaube auch, dass man das ja in den Titel und in allem spürt. Also die wissen genau, wie ich tick. Die haben noch nie ein Lied für mich geschrieben, wo ich gesagt habe, das passt jetzt nicht zu mir, weil sie mich einfach durch und durch richtig gut kennen, ja. Mhm. Nee, also da denke ich mal, da kommt schon wieder tolle Titel zusammen und man kann sich auf wirklich was Tolles freuen. Man muss jetzt natürlich sagen, 25 Jahren, sechste Album, also du hast immer mal sehr viel Luft gelassen dazwischen. War das Absicht? Ja, das war, was heißt Absicht? Letztendlich war es halt immer so, dass ich habe nie aufgehört, bin immer schön ein bisschen mit geschwommen, sagen wir mal so, und habe natürlich dann auch eine Tochter bekommen. Und ja, dann ist das ganze Musikalische ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber nie, dass ich ganz aufgehört habe. Also ich habe immer schöne Sachen gemacht, nicht viel, aber auch schöne kleine Sachen, wo, also ich war nie ganz weg, aber natürlich hätte man viel mehr machen können, ganz klarer Fall.
Aber ja, ich habe das große Glück, dass ich immer so ja, einfach einen Job gehabt, wo ich das Musikalische und den Job gut verbinden habe, kenne, dass ich nicht mich entscheiden habe müssen, nur für die Musik oder den Job aufhören. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn du kannst, wenn du ja, und du musst nicht unbedingt. Also ich habe immer einen schönen Status diesbezüglich gehabt. Und ja, aber ich habe trotzdem immer viele schöne Sachen gemacht. Also es war nie Stillstand und ja, das, ich denke, das ist wichtig. Ganz klar. Nee, und wenn du gerade sagst, Tochter und so weiter, dann geht natürlich Familie ganz klar vor. Da muss man sich natürlich auch drum kümmern. Und wer es weiß, natürlich, wenn man wirklich Mutter ist und so weiter und das Kind dann gerade natürlich frisch geboren und dann auch später dann in Schule kommt und so weiter, da hat man natürlich einen Fulltime-Job auch zum Erfüller, ganz klar. Ne? So ist es, Ja. ja. Aber das macht man ja als Mama Sowieso. ja liebend gerne. Also da Genau. rückt manches einfach in den Hintergrund. Das finde ich auch richtig so, muss ich sagen. Jetzt habe ich natürlich auf deiner Homepage gelesen, sie wird irgendwie auch auf der CD vertreten sein in Form eines Duetts. Also das heißt, sie hat auch schon den musikalischen Weg eingeschlagen, oder? Ja, also ich bin mega stolz. Sie ist jetzt 12 Jahre alt und jetzt Ende Mai kommt unser erstes Duett. Und da bin ich so mega stolz. Also sie hat es so toll gemacht. Wir haben auch ein Video da dazu aufgenommen und sie hat es, also ich war so mega stolz. Also sie hat es richtig, richtig gut gemacht. Sie hat mega Talent und ja, das macht dich als Mama natürlich unendlich stolz, klar. Wird es darüber hinaus irgendwann mal noch weitere Titel geben von der Tochter als solches? Hat sie schon so ein bisschen Ambitionen, da wirklich auch musikalisch aktiv zu werden? Also sie sagt, Mama, ich will auf jeden Fall auch mal singen und auf die Bühne. Also man weiß natürlich nie, was kommt, aber also ich würde jetzt sagen, wir machen den ersten Titel, dann gucken wir einfach, wie es wieder geht. Also wir haben jetzt keine bestimmten Pläne, aber wir lassen uns einfach überraschen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Titel ankommt und ja, freue mich einfach mega. Ja. Genau. Und dann sind es ja, glaube ich, nochmal zwei weitere Duette, die du noch mit drauf hast. Also insgesamt Ja. sind es drei. Ja, also ich habe ja meine Lieblingskollegin, die Nadine Maipo, habe ich letztes Jahr kennengelernt und wir sind einfach wie ein Herz und eine Seele. Also wir haben ja auch schon viel miteinander gemacht. Wir haben schon bei uns auf der Terrasse Online-Konzert gemacht. Und wir, ja, wir sind einfach Lieblingskolleginnen. Und dann haben wir gesagt, du, warum sollen wir kein Duett miteinander aufnehmen? Und ich habe jetzt einfach gedacht, Duett mit der Tochter, dann mit der lieben Nadine. Und das ist auch ein mega schöner Titel, also so ein Stimmungstitel, wo so mega zu uns passt. Also wir freuen uns mega, wenn wir das mal auf der Bühne dann endlich machen dürfen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann fehlt ja noch der männliche Part, ein Duettpartner. Und da bin ich so mega stolz. Dass ich den Gerry für mich gewinnen durfte. Also der Gerry hat sein erstes Duett jetzt. Ah ja, du. Oh, okay. Bild von Ja. Facebook, genau, da kann man Ja, sehen, genau. mega. Also und ich muss sagen, es ist ein so, so schöner Titel, auch wieder aus den Federn vom Walder und vom Schorsch Wörle. Und also ich muss sagen, ich liebe die Stimme vom Gerry und die leisen Töne, die stehen ihm auch richtig, richtig gut. Also es ist ein mega schönes Duett geworden. Ja, weil Ich sonst, wenn man ja kennt, macht er doch mehr die Stimmungs- und Partymusik. ja. Aber ne, ja, da sind wir Aber schon er gespannt drauf. wirklich, ja, also er den Titel gehört und hat gesagt, das ist mal was ganz anderes und er war sofort Feuer und Flamme und ach, das war einfach auch richtig schön im Studio. Also ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich einfach auf alles, was Ich kommt. hätte ihn ja jetzt gerne mal noch dazu kurz eingeladen hier zu unserem Interview, aber als wir dann die Vorbereitungen getroffen haben, da war er noch irgendwo ganz weit in der Sonne. Schauen wir mal, wo er sich gerade aufhält. Mal sehen, ob es Okay. klappt. Nee, jetzt will es gerade wieder nicht mehr. Nur, Okay. jetzt. Hallo, lieber Frank. Jawohl, schöne Grüße aus Mexiko, genauer gesagt aus Cancun. 32 Grad,
Heute leider der letzte Tag. Heute Nacht geht der Flug wieder nach Europa. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf der Bühne. Vielleicht mit einem Duettpartner, mit Daniela Martinez. Würde mich riesig freuen und gratuliere dir natürlich nachträglich noch zur 700. Auflage. Gary, der Klostertaler. Ja, der hat es schön gehabt, gell? Der war gerade noch in Mexiko. Ja, Hammer, braun gebrannt. Mensch, der hat das schönste Leben, selber bei uns, gell? Mega. Ach, das ist jetzt eine Wahnsinnsüberraschung. Ja, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an den lieben Gary, Mensch, Hammer. Genau. Ja, was heutzutage technisch alles so möglich ist, gell? Wahnsinn, Wahnsinn, richtig. Ja. Da hast du mich jetzt schwer überrascht, also ja. Super. Sehr ja, gut, so soll es sein. Vielleicht auch meine Zuschauer natürlich. Ja, klar, jetzt, wenn wir überlegen, wo wir angefangen haben, unsere, sage ich mal, unsere beruflichen Wege sozusagen, da gab es ja wirklich bloß noch erstes, zweites, drittes Programm, ein bisschen die privaten und heute sind wir ja wirklich überrollt von den ganzen Social Medias. Wie nutzt du die neuen Medien? Ja, also gut, ich sage jetzt gerade mal, in dieser Zeit, wo man nicht auf Bühne dürfen, ist natürlich das Facebook und Instagram das Einzigste, wo wir ja letztendlich uns zeigen können und das ist natürlich mega wichtig. Also ich durfte ja letztes Jahr bei Zeigt sich TV ein schönes Konzert machen, per Livestream mit dem lieben Robin Leon und mit der Nadine Maiko. Und das ist natürlich, das ist mega wichtig. Also wenn wir das jetzt nicht hätte, dann wäre es natürlich sehr, sehr traurig. Also ich denke, ohne das geht es gar nicht. Also der, wo da jetzt nicht aktiv ist, glaube ich, diese Künstler, die ja geraten natürlich, glaube ich, ganz schnell in Vergessenheit. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir das hin. Genau. Ja, das stimmt. Wo bist du denn überall zu finden? Auf welchen Plattformen? Facebook, Instagram? Also tatsächlich nur auf den zwei und auf mehr nicht. Also gut, man kann natürlich auf meine Homepage gucken, klar. Und dann Facebook und Instagram, genau. Ja. YouTube, gibt es da was zu sehen? YouTube mit Auf YouTube Videos? Sind natürlich ein paar Videos von mir, auch von der aktuellen Single noch. Und jetzt eben das Neueste wird jetzt Ende Mai drauf sein. Aber ich habe jetzt keinen eigenen Kanal. Also das, da muss ich noch an mir arbeiten. Da okay. Viel zu tun, genau. Das kann ja alles noch kommen, genau. Ja, richtig. Aktuelles Video, sagst du, da habe ich jetzt irgendwas gelesen von einem, jetzt wie heißt er, mit Vornamen Böhler war der Nachname. Gehe ich da recht in der Annahme, jetzt machen wir es so wie bei Robert Lemke, gehe ich recht in der Annahme, dass das dann der Sohn vom berühmten Lothar Böhler ist, von der Feldberger? So ist es, genau. Also ich, der Lothar ist ja schon, wir kennen uns ja auch schon jahrelang und wir haben jetzt einfach uns nach langer Zeit mal wieder auf dem schönen Schiff damals, also durfte ich mit auf die Schlager- und Meerreise und seither hat sich einfach wieder eine tolle Freundschaft entwickelt und wir machen viel miteinander und der Carlo ist jetzt 17, damals war er 16, wo er das Video gemacht hat. Und ich habe damals einfach gesagt, Mensch, der Carlo kennt doch mal, der hat auf dem Schiff so viele schöne Bilder gemacht und ist einfach sehr, sehr, sehr begabt, was das anbelangt. Er hat gesagt, Mensch, der kennt doch mal ein Video von mir machen. Und der hat jetzt wirklich, also ich habe das Glück, dass ich die Erste sein durfte. Und wenn man das Video anschaut, also die perfekte Sensation, die aktuelle Single von letztes Jahr, also ich finde es mega, was so ein junger Kerle mit 16 Jahren, was er für Potenzial hat, das ist unglaublich. Also ich muss da einfach nur staunen. Jetzt hat er ja das ganz neue Video von der Anna gemacht. Und das ist also unglaublich, was der macht. Der ist wirklich ein Riesentalent und ich bin überzeugt, dass er es nur ganz, ganz witz schaffen wird. Ja. Und eben das neue Video hat er jetzt auch von uns gemacht und das kommt Ende Mai auch, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Sind wir gespannt, genau. Aber das sieht man immer wieder, weißt du, die jungen Leute, die wachsen schon ganz anders auf damit. Die sind da mit den Medien vertraut, die haben Handys, die gucken da natürlich ganz anders drauf. Und Thema TikTok, Instagram, das ist für die ja alles schon mehr oder weniger, geht in Fleisch und Blut über da. Ne? So ist es. Also ich sage dir, meine Tochter, die Lotte,
ist 12 Jahre alt, die macht mir echt was vor, das ist echt krass. Also, ja, aber ich denke, das gehört einfach dazu, das ist wichtig. Also, man kann die Kinder das auch nicht nehmen, die wachsen da damit auf, das ist einfach ganz normal, ja, genau, ja. Genau. Jetzt hast du ja letzthin noch erzählt, wo wir auch Vorgespräch hatten. Du hast eigentlich, wenn jetzt alles steht oder wenn wieder alles halbwegs normal läuft, auch eine kleine Veranstaltung vor. Was kann man da dazu sagen? Ja, also am 17.07. Zum Album hin. Haben wir ein ganz großes SV Schlager Open Air, und zwar ist das letztendlich ein 30-jähriges Jubiläum von meinem Mann von der SV Sparkassenversicherung. Und da haben wir mit dem lieben Lothar Böhler ein richtig tolles Programm zusammengestellt, und wir hoffen so sehr, dass wir es machen dürfen. Also, es ist ein Open Air, wir haben auch Platz, wir können in die Breite, in die Länge. Also, von daher denke ich oder hoffe ich einfach, dass das stattfinden darf. Also, ich hoffe, dass wir einfach mit Tests, mit Geimpften und mit Genesenen sowas auf die Beine stellen kann. Aber wir müssen jetzt einfach abwarten, wie es ja, also mit dabei wäre Patrick Lindner, Oh, und die liebe Christina Bach wäre dabei. toll. Dann mein lieber Freund, der Robin Leon, und ganz, ganz liebe Kollege, die Elsass-Power aus dem Elsass, wir waren auch zusammen auf dem Schiff vor 2 Jahren, und das ist einfach, ja, wäre ein mega schönes Programm. Aber wir müssen abwarten. Also, wir schauen, ich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir es machen dürfen. Ja. Ja, drückt mal die Daumen ganz, ganz fest und ich sag, sobald sich da was abzeichnet, dass du dann weitere Infos hast, sag Bescheid, dann können wir es bei uns wieder auf unseren Seiten auch entsprechend weiter promoten. Das Ja, machen das wir. wäre mega. Du kannst ja gern kommen. Also, Ja, natürlich, wenn es da reinpasst und ja, aber der schönes 17.07. kann man schon Thema. mal notieren. Das ist ein Samstag, oder? Das ist ein Samstag, genau. Ja, Also, wenn es natürlich, dann. stattfindet, bist du sehr, sehr gerne eingeladen. Sehr gerne, doch, das machen wir. Jetzt darfst du bloß nochmal sagen, wo findet es genau statt? Das ist bei uns in der Elch, also in Elzach-Iach auf dem Sportplatz. Und ja, ist der einzigste Wort, wo mit Y geschrieben wird. Also gerade bei uns in der Nachbarschaft. Ja, und ja, ich hoffe einfach, dass es stattfinden darf. Ja. Ja, Aber nee, ich gebe Bescheid, ja. genau, drücken wir die Daumen und ich denke mal, für alle Fans der Musik, Schlager, Volksmusik, ist es mal wieder definitiv ein Highlight. Ja, Ja, unbedingt. ja Ja. also grundsätzlich, ne, halt, jetzt muss ich so wieder rum, Moment. So. Tja, grundsätzlich ist es ja sowieso so, dass eigentlich in den Medien die ganze Volksmusik, so wie wir es damals noch kennengelernt haben, ja eigentlich alles ein bisschen abhanden gekommen ist oder nicht mehr so stark vertreten ist. Ist schon auch ein bisschen bedauerlich, oder wie siehst du es? Ja, ich sage jetzt mal, die Plattform allgemein wird natürlich immer kleiner, der Kuchen wird immer kleiner, jeder möchte Stückchen davon abhaben, und ja, ich denke einfach, man darf sich von dem auch nicht beirren lassen. Also, man muss trotzdem Widerstand machen und ist natürlich, sage ich jetzt mal, über alles dankbar, was man machen darf. Und ja, man muss einfach, ich sage jetzt mal, man kann nicht, wie soll ich jetzt so schön sagen, immer sage, früher was anders oder besser, oder man muss einfach positiv alles sehen und sich freuen über das, was kommt. Und ja, ich bin sowieso ein sehr, sehr positiver Mensch. Und ich glaube, jetzt sind wir alle im Moment doch mit sehr, sehr wenig zufrieden. Also alles, was wir machen dürfen, machen wir doch, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, aber ich glaube, man hätte auch ja, eine ganz andere Einstellung jetzt, wenn Ja, man das das stimmt, das letzte stimmt. Jahr anschaut. Ja. Ja. Nee, und ich denke einfach, wenn wir alle wieder ein bisschen zusammenhalten und vielleicht auch mal wieder ein bisschen sich aufs Wesentliche besinnen, dann kommen wir da, glaube ich, gemeinsam mit Sicherheit ganz gut durch die Krise und werden auch wieder irgendwann in absehbarer Zeit wieder normal feiern dürfen. Und dann aber Ja, so richtig, dann geben wir so richtig Gas, oder? also mir hätte ja jetzt eigentlich die Schlager- und Meerreise gehabt. Jetzt am Samstag wären wir aufs Schiff gegangen. Das sind wir jetzt natürlich aufschieben müssen auf nächstes Jahr.
auch in der Pfingstferie. Und ich hoffe und wünsche, dass wir dort dann so richtig, auf gut Deutsch gesagt, Zauhus lassen können. Also ich glaube, nächstes Jahr sieht vieles ganz, ganz anders aus. Und ja, wir müssen einfach jetzt positiv von uns googeln. Ja. Wir haben ja gar keine andere Wahl letztendlich. Gell? Ja, so ist es, genau. Ja, dann haben wir doch schon wieder ein bisschen was von dir erfahren. Und wie gesagt, auch auf das neue Album freuen wir uns alle. Und wenn irgendwas ist, einfach melden. Ich sage recht herzlichen Dank. Wenn ich so auf die Uhr schaue, ist unsere Sendezeit natürlich schon grob schon wieder durch. Gut, klar, wir sind natürlich hier im Internet, könnte man natürlich stundenlang reden. Lieber machen wir mal eine Fortsetzung in einem zweiten Teil. Jetzt sind wir ja wieder in Verbindung, da kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, also lieber Frank, ich danke dir, dass ich hier die Bisi habe, Deko, und möchte natürlich nochmal recht herzlich gratulieren. 700. Sendung, das ist ja einfach mega. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, eigentlich hätten wir jetzt ein Gläschen Sekt aufmachen, aber wir sind ja noch ein bisschen früh. Aber hey, hier oben trinke ich ein auf dich. Ich finde es mega. Ich wünsche dir, wie allem, was du tust, ganz, ganz viel Glück und natürlich alles Liebe für die nächsten 700 Sendungen. Ich finde es mega, du machst es super. Also war mir eine Ehre, dass ich heute dabei sein durfte. Herzlichen Dank. Und nochmal ganz liebe Grüße an die Gerry, das war eine mega Überraschung. Also super. Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir ganz, ganz bald das Duett zeigen dürfen. Also werde ich mich mega freuen. Sind wir gespannt und hoffentlich auch, dass es nicht mehr allzu lang dauert, dass wir uns da mal wieder live begegnen. Ja, unbedingt. Also ja, ich hoffe es auch. Doch, ich hoffe es auch schwer. Prima. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank den Zuschauern fürs Zuschauen und bleibt uns treu, bleibt der Daniela treu, ihrer Musik und dann natürlich auf ganz, ganz bald. Macht's gut, also bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße an alle. Ciao.